So, meine Fahrt durch die Pre-Release-Kits geht weiter. Und ich habe immer noch kein Messer. Ja, dementsprechend gucken wir uns das nächste Pre-Release-Kit an. Diesmal von Ravnica's Treue. Da gab es ja die Gilden. Und da die Orts of Gilde meine Lieblingsgilde war, habe ich mir auch das rausgesucht. Ja, verurteilt mich dafür. Ich bin Orts of Guy. Schuld, Prestige, Opulenz. Ach, so schön. Hier haben wir auch so einen blau-weißen Würfel. Warum auch immer die jetzt blau-weiß bekommen hatten. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, Papiermüll. Das ist so ein Gildenboost, das ich gerade. Und 5 Booster Ravnica's Treue. Und unsere Promo ist der Einbringer der 10. Der sieht halt genauso aus wie der Mensch hier hinten. So. Und so. Boah, der sieht echt gut aus im Voll. Einbringer der 10. 2 Mana 2-1. Während deines Zuges kosten Zaubersprüche, die dein Gegner wirkt. Und Fähigkeiten, die dein Gegner aktiviert. Und keine Mana-Fähigkeit sind, ein Mana mehr zum Aktivieren. Zumindest zum Wirken. Mit Seelenwanderung. Man kriegt einen anderen Geist. Das ist eine coole Promo. Ich mochte den. Ich mag den, weil ich spiele den immer noch, tatsächlich. Hin und wieder mal in Death and Taxes. Und ja, gucken wir an, was wir hier noch so haben. Orts of Medaillon, Orts of Vollstreckerin. Gildenmagier des Syndikats. Okay. Die sind nicht irgendwie... Den leg weg. Okay. Da sind also nur Orts of Karten drin in Schwarz-Weiß. Das war damals richtig cool mit den Gilden. Ich finde das richtig cool von der Idee her, einfach hinzugehen und wirklich einen Pre-Release zu machen aus einer Gilde, die man halt cool findet. Weil man ist schon bereit, Schwarz-Weiß zu spielen. Man hat viel Unterstützung dafür in den Booster. Und das ist echt, echt cool. So, gucken wir uns mal die normalen Booster an. Wie immer bei den Pre-Release-Kits, beziehungsweise mit den größeren Openings, skippe ich ein bisschen nach vorne. Lodernde Tore. Makabres Posenspiel und abweisender Geist. Ich bin gebannte Zuschauer in der Mythic. Und eine Foil. Was bist du für ein Foil? Ja, egal. Gucken wir uns mal die Mythic an. Gebannte Zuschauer, 7 Mana Verzauberung. Wenn sie ins Spiel kommt, kommen sie unter der Kontrolle eines Gegners, den du bestimmt ins Spiel. Okay. Bestimme zu Beginn deines Saisonsegments 1, das du noch nicht bestimmt hast. Dein Lebenspunktestand wird zu 4. Wirf alle Karten ab. Jeder Gegner erzeugt 5, 2, 2. Geil. 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 Oh, ist die Karte geil. Oh, die feiere ich hart. Oh, die feiere ich hart. Ja, Illusionstoken. Hier, die Ankams mal hin. Hier, die Kams. Das feiere ich hart. Die finde ich richtig cool. Ja, ansonsten Ravnica's Treue war ja nicht das erste Ravnica und auch bestimmt auch nicht das letzte. Ich bin mal gespannt, wann sie da wieder hingehen. Himmelsketten. Die ist hübsch. Gildenmagier des Clans. Windsturmsgeader. Und Manipulation der Massen. Ist das ein geiles Bild. Oh mein Gott, richtig nice. Für 4 blaue und Doppel X übernimm die Kontrolle über Kreaturen und oder Planeswalker deiner Wahl. X Kreaturen und oder Planeswalker. Wow. Das ist eine geile Karte. Ist halt sehr teuer, aber naja, ist soweit ja nicht schlimm. Man merkt, ich versuche jetzt dieses Mal ein bisschen schneller zu sein, weil letzten paar Mal wurde sich bei mir ein bisschen beschwert, dass ich zu viel vorlese. Auch bei den Ankams, dass ich da zu viel Zeit drin verbringe. Und gerade bei den großen Openings, ich versuche die also auf 10 Minuten zu hinzukriegen. Jetzt bin ich gerade bei knapp 5 und ich bin fast durch. Mal gucken. Blutiges Moratorium, Ruf zu den Waffen, Gildenmagier des Kults und Zauberbuch des Gildenbunds. 5 Mana. Immer wenn du einen mehrfarbigen Zauberspiel wirkst, zieh eine Karte. Tappen erzeugt am Mana beliebiger Farbe. Ha, ist nicht so der Wahnsinn. Gucken wir mal weiter. So.
Oh, guck mal. Creature Forge. Da wollte ich auch mal reingucken. In diese Creature Forge. Mal gucken. Ich finde die nämlich richtig cool gemacht. Nachdem ich das letzte Mal die Dinger immer aufgemacht hatte und da mal drin rumgewühlt habe. Ach. Scylla Pathfinder? Ne, Pfadfinder, ja. Entzweiender Schamane. Rachsüchtige Vampirin und Gossenknochen. Ein Mana 2-1 kommt getappt ins Spiel. Für 2 Mana kann man die aus dem Friedhofszug auf die Hand bringen. Kann man nur machen, wenn. Falls ein Gegner in diesem Zug Schaden zugefügt, Leben verloren hat. Okay. Und nur während des eigenen Zugs. Okay. Und wir haben eine Foil Rare. Das hat man ziemlich oft in diesem Muster, habe ich das Gefühl. 3 Mana 3-3 mit Aufruhr ist die. Die sieht richtig strange aus. Poser Trampelschaden. Und solange es dein Zug, solange es dein Zug ist, hat er fluchsicher. Das ist nicht bad. Das ist echt nicht bad. Ich kann mal hier auf WhatsApp drehen. So. Gucken wir mal. Blutnebel. Boah, das Artwork. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Sphinx, das, was, das? Hat alle Farben, okay. Und hat fluchsicher vor Einfach. Okay, okay. Ich bin gerade von der Farbe irritiert gewesen. Das hat man vielleicht gemerkt. Raktors Feuerwirbler. Den kenne ich auch. Wenn er ins Spiel kommt, fügt deinem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Und bis zu einer Kreatur im Planeswalker deine Wahl nochmal 2 Schadens. Ja, genau. Genau, der war gut. Und Verseuchender Geist. 3x3-2. Bedrohlich und Todesberührung. Und Spontanzauber und Hexereien, die du kontrollierst, haben Todesberührung. Das ist nicht schlecht. So mit Gutshot oder so ist bestimmt witzig. Ja. Gut. Das war das Pre-Release Cat Orzhov. Ich habe das Gefühl, ich bin super schnell da durchgerannt. Für meine Verhältnisse sogar zu schnell. Dementsprechend wird das nächste nochmal ein bisschen ausführlicher. Wenn es euch mehr gefallen hat, schreibt mir das mal drunter. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.